Ja, mal gucken, wie mache ich das hier? So hier. Und dann kommt hier eigentlich quasi das Torhaus für irgendwas hin. Also hier so kommt dann das Torhaus hin, würde ich sagen. Und dann stellt das hier quasi den Abschluss erstmal dar. Was dann dahinter kommt, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Ich würde sagen, dann mache ich hier einfach mit die Ecke so rum. Der Gestalt. So, dann mache ich das gleiche hier drüben. Ein bisschen Symmetrie wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich. Warte mal. Also hier ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das weiß ich gar nicht. Ist das zwei oder einer symmetrisch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 10 heißt eigentlich, dass es einer symmetrisch, also nee, zweier symmetrisch ist. Das gefällt mir noch nicht so ganz, weil ich hätte ja gerne die Dreier Straßenbreite weiter. Ich hoffe, das geht alles auf, von dem ich hier gerade erzähle. Das heißt, in der Mitte, das sind jetzt 11, also 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Okay. Was das hier heißt, hier geht dann wirklich die offizielle Straße weiter lang. Und der Rest ist alles Untergemauer für die Häuser. So, hier offizielle Straße, damit man das schon mal so ein bisschen angedeutet sieht. Das ist Blödsinn. So. Dergestalt. Okay. Jetzt mache ich mal ein bisschen weiter Umgrenzung hier. Und wir können inzwischen ein bisschen der Minecraft-Musik lauschen. Ach ja. So, da noch, da noch. Da noch, hier noch und so noch. So, dann geht's hier vor. Und dann sind wir auch schon fast rum. Dann haben wir erstmal so ein bisschen die Umgrenzung für unsere Stadt geschaffen, damit wir wissen, wo es eigentlich lang gehen soll. Ja, so kann man es eigentlich nehmen. Ich denke, da haben wir ordentlich Bauplatz zur Verfügung. Da müssen wir uns keine Sorgen um irgendwas machen. Da können wir einfach frohen Mutes drauf zubauen. So, alles hier einfach ein bisschen zubauen in der Stadt. Noch irgendein Muster, ist völlig egal. Hauptsache, wir kriegen hier alles voller Steine. Ja, ich weiß, ich habe hier gerade überhaupt keine Ordnung drin. Ist mir aber auch völlig egal, weil Ordnung ist sowieso nur eine, naja, Tochter des Chaos. Oder entsteht das Chaos aus der Ordnung? Na, eigentlich entwickeln sich die beiden Dinge immer so miteinander weiter. Miteinander weiter. Denn als erstes hat man eigentlich Ordnung. Dann kommt das Chaos, wenn es zu viel Ordnung wird. Also wenn man durch die Ordnung nicht mehr durchblickt, hat man dann Chaos. Ja, aber wenn man das Chaos dann wieder beherrscht, wenn es das Chaos dann wieder Muster ausspuckt, dann hat man wieder Ordnung. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt irgendwann hier. Aber naja, ich möchte mich ja auch nicht wiederholen. Deswegen Chaos und Ordnung. Seid einfach so, wie ihr seid. Ne? Das ist doch mal ein toller Leitspruch. Einfach irgendjemanden wünschen, so zu bleiben, wie er ist, ist natürlich was Positives. Dann freut man sich darüber, halt wie derjenige ist. Dann muss man keine Veränderungen wünschen. Man freut sich wirklich über die Person, so wie sie gerade sich darstellt. Ich meine, man kann natürlich trotzdem Gesundheit wünschen und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt irgendwie sowas wünscht wie mögest du größer werden oder mögest du weniger stinken, dann ist das natürlich ein bisschen eine Kritik an der Person. Und da weiß man nicht, ob die das vielleicht gerne hört. So, dann mache ich hier die Wand nochmal schön. Damit das hier die Stadt aus Steinen wird. Ich hoffe, ich kriege da noch ein bisschen Farbe im Endeffekt rein. Aber mal sehen. So. Mauern bauen, Mauern bauen, Mauern bauen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so wirklich irgendwas gemauert. Nö, ich glaube nicht. Also, was wirklich sinnvoll gewesen wäre und was auch im Nachhinein noch da gewesen wäre, habe ich, glaube ich, noch gar nichts gemacht in der Richtung. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Achso, hier kommt ja sowieso ein Haus hin. Da brauche ich das gar nicht wegmachen. So, das hier muss noch weg unbedingt. Das sieht noch ein bisschen schäbig aus. So.
Und hier kommt halt noch die Treppe hin. Mal gucken, wann ich die dann in der Hand haben werde. Aber ich bastle erstmal ein bisschen weiter mit dem Untergrund. Ja, da wir mich gut vorbereitet haben, kommen wir auch ganz gut hier weiter. Weil Vorbereitung ist immer das A und O bei irgendwelchen Projekten. Wenn man dann irgendwann im Endeffekt merkt, hier fehlt mir was, was ich eigentlich hätte davor machen müssen, dann ist es immer ein bisschen doof. Aber wir haben es ja gut mit Steinen versorgt, deswegen können wir ja ganz unbedarft und frohen Mutes alles zupflastern. Wäre natürlich auch interessant, wenn das hier so ein Multiplayer-Dingens wäre. Ich meine, man sieht es ja an solchen Freebuild-Surfern, wie zum Beispiel ein Zombie sein, um hier ein bisschen Werbung zu machen. Ist halt wirklich die Stadt entstanden aus ganz vielen kleinen individuellen Häusern, weil sich halt ganz viele Leute da versammelt haben, um da irgendwas zu bauen. Und das ist jetzt schon richtig groß geworden. Also ich habe mir das mal angeguckt und bin nicht damit fertig geworden, ohne dass mein Charakter verhungert ist. Deswegen bietet so eine Multiplayer-Variante schon einiges an Potenzial. Allgemein ist großes Potenzial da vorhanden, wo viele Menschen zusammenarbeiten. Wenn man jetzt immer nur einzeln sein Süppchen kocht, dann kommt man nicht so wirklich vorwärts. Na gut, es kommt natürlich darauf an, auf die Aufgabe, die man vor sich hat. Und ich müsste mal wieder ins Bett gehen. Na gut, nachher. Aber eigentlich, warte mal. Komm her, du Bett. Die stelle ich einfach mal irgendwo hier hin. Zack, zack, zack. Dahin. Und wenn die Sonne untergegangen ist, können wir uns dann auch ins Bett bequemen. Was wollte ich eigentlich gerade erzählen? Ach so. Also wenn es jetzt um quasi sich eine repetitive Aufgabe handelt, also die jetzt nicht sonderlich auf die Kreativität eines Einzelnen beruht, dann ist das natürlich in der Masse schneller erledigt. Aber wenn es jetzt eine Aufgabe ist, die da wirklich von einem Menschen abhängig ist, also wenn jetzt irgendjemand, zum Beispiel irgendein Wissenschaftler, eine tolle Idee hat, dann wäre natürlich die Mitarbeit von anderen hilfreich. Aber ist natürlich auch immer ein Problem, anderen Menschen das so zu verklickern, dass sie auch wirklich das tun, was man von ihnen erwartet. Wenn es darum geht, grabe das Feld um, dann kann man 50.000 Leute einsetzen und dann ist das Feld ganz schnell umgegraben. Wenn es aber darum geht, entwickle, keine Ahnung, einen definitiven Krebsheilstoff, dann können natürlich mehrere Menschen zusammenarbeiten, aber da muss die Zusammenarbeit auch wirklich funktionieren. Weil wenn da jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht und jeder in eine eigene Richtung geht, dann kommen die nicht so wirklich vorwärts. Da kannst du auch alleine hinsetzen, dann wird es vielleicht was Besseres. Also wenn die Aufgabe wirklich Zusammenarbeit erfordert, dann ist natürlich die Wirkung der Massen manchmal etwas schwierig zu koordinieren. Aber wenn es zum Beispiel nur um Feldumgraben geht, dann weiß der Einzelne auch, was darunter zu verstehen ist und weiß auch, wie er die Aufgabe auszuführen hat. Da ist dann kein Problem dahinter. Naja, aber wenn es halt wirklich um hochgradige Aufgaben geht, die wirklich, naja, ein koordiniertes Zusammenarbeiten erfordern, dann wird es mit großen Massen schon etwas kritisch. Aber naja, die Menschheit hat auch so bisher überlebt, ohne dass sich jeder mit jedem verständigt hat. Deshalb würde ich mal sagen, es gibt für alles irgendwo eine Lösung. So. Zack, zack, zack. Ja, ich verbaue mich immer hier an der Stelle. Und ich müsste auch langsam mal aufstehen, weil mein, ja, Gluteus Maximus tut mir so langsam weh. Obwohl ich eigentlich die ganze Zeit hier auf dem Sessel rumsitze. Das heißt, das Ding ist schon gepolstert. Aber da ich heute schon so eine 4 Stunden Fehlaufnahme hinter mir hatte, ist mein Sitzfleisch doch schon etwas beansprucht. Um das mal so zu formulieren. Was übrigens auch sehr lecker ist, ist Frühstücksfleisch. Das ist so eine Art Wurst in der Dose. Auf jeden Fall sehr lecker und eigentlich durchaus empfehlenswert. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf komme. Habe ich noch eine Spitzhacke da? Ja. Die sollte ich auch benutzen. So, mache ich mal hier die Anfangshütte weg. Die braucht jetzt keiner mehr. Ist eigentlich eine Eisenspitzhacke? Ich glaube ja. Ich habe hier mal Eisen mitgenommen, falls wir hier auch Eisenwerkzeug einsetzen wollen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, erstmal kommt die komische Hütte weg, damit wir mal ein bisschen Überblick über das Stadtbild haben. So, die Sonne steht da hoch am Himmel. Zwar gerade hinter einer Wolke, aber soll jetzt nicht stören. Die Werkbank nehme ich auch mal da oben runter. So. Ich hätte auch gerne eine Werkbank hier bei mir drin stehen.
Aber ist leider aufgrund des Platzes etwas ungünstig. Also könnten sich vielleicht andere Mitwohner etwas aufregen, wenn ich hier anfange, was weiß ich, zu sägen, zu hämmern, zu bohren. Das könnte dem vielleicht etwas auf die Nerven gehen. So, hier soll es dann runter zum Marktplatz gehen. Mal gucken, wie gestalte ich denn die Situation. Überleg. Da baue ich hier eine große Treppe hin. Hier hin, da wird hier so ein Plätzchen machen und dann geht hier dann die Treppe weiter runter zu den Feldgebieten, zu den Farmgebieten. Das heißt, ja, na gut, ich könnte die Treppe natürlich auch hier etablieren. Oder irgendwo halt. Ist ja eigentlich furchtbar egal. Wie mache ich denn das? Ein bisschen eine unsymmetrische Treppe bringt natürlich ein bisschen Unsymmetrie mit rein. Falls sich das wer schon gedacht hat. Ich hole mal ein paar Treppen und dann bessere ich erstmal hier das aus. Und dann mal gucken, wie sich der Rest gestaltet. Na los, lauf schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So, Treppen. Nehme ich mal alle mit. Und da baue ich mal ein bisschen Treppen. Falls das noch keiner geahnt hat, ich baue jetzt Treppen. Trepp. So, mache ich erstmal hier die Treppen fertig. Was ist denn das für ein Quatsch? Geh weg. So, Treppen weg. Treppen wieder da. Mal gucken. Also, nehmen wir mal an. Hier geht ja dann der Rand drumherum. Den kann ich ja kurz mal setzen. Kann ich nicht setzen, weil ich zu dumm bin. Ja, dann würde ich mal sagen. Aua. Also, wenn hier auch wieder der Rand ist und hier die Treppe weiter runter geht, ist hier also der Rand. Warte mal. Ich muss jetzt gerade mal in der Spur hier bleiben, damit ich nicht die Orientierung verliere. So, hier ist dann quasi der Rand. Okay. Aha. Hier ist zwar der Rand quasi, das heißt, dann kommt hier die Treppe hin. Genau. Nein, nicht so rum. Ach du Eumel, versteh mich doch nicht immer falsch. So, hier können wir zumindest mal den ganzen Dirt ein bisschen sinnbringend anbringen. So, Dirt. Und dann muss hier noch Dirt hin. So. Genau. Jetzt kommt der Mist hier wieder weg. Wupp. Und weg damit. Und jetzt geht das hier ein bisschen weiter mit den Treppen. Ich hoffe, der nimmt überhaupt noch auf. Ja. Tut er noch. Sogar mit 90 Frames. Also alles kein Problem. Treppe. Da geht es dann hier runter zum unteren Stadtteil. Hier geht es wirklich runter, fällt mir gerade auf. Das sollte ich vielleicht mal ein bisschen ändern. Ja. Hoppala. So. Heißt, funktioniert das wieder nicht. Mann. Jetzt habe ich keine Erde mehr. Naja, da steht ja unter einem sehr guten Stern hier, der Treppenbau. Aber einen sich interessiert er im Moment noch gar nicht. Das soll ja nur so eine Andeutung von irgendwas sein. So, dann kann ich hier an der Seite mal schon die Dinger hinsetzen, damit man weiß, wo es lang geht ungefähr. Aber ich will da hoch. Lass mich wieder hoch. So. Bin ich wieder oben. So, dann kommt hier halt so die Blöcke daneben. Falls ihr wisst, was ich meine. Und dann kann sich die Treppe hier runter ergießen. Kommt auch alles später. Jetzt erstmal nicht. Ja, gut, da haben wir jetzt schon einiges geschafft, würde ich mal sagen. An Tralala-Arbeiten. Und wir werden dann mal in der nächsten Folge gucken, wie wir dann hier weiterverfahren. Wir könnten den ganzen Zaun drumherum setzen, wir könnten ein paar Häuser bauen. Ja, mal gucken. Vielleicht lege ich schon mal ein paar Grundrisse für die Häuser dann in das nächste Mal. Und dann mal gucken, wie wir dann hier weiterverfahren werden, weil hier ist noch ein ganz großes Gebiet, wo wir auch noch irgendwas hinbauen müssten. Also Platz haben wir oben auf dem Berg eindeutig zur Verfügung. Dann soll es nämlich hier rüber gehen eigentlich. Hier in diesem lustigen Loch vorbei. Und dann mit einer schrägen Brücke. Also ich weiß ja, dass eine schräge Brücke auch gut aussehen kann. Da drüben hin. Und diese Brücke wird so richtig, richtig riesig. Ich weiß nicht, ob ich die mit Mittelpfeiler mache. Oder ob ich die einfach so rüber baue. Das entscheide ich dann irgendwann später.
Ich beschäftige mich erstmal damit, dass hier oben eine Hütte zu stehen kommt. Auf dem Stadtplenum, was wir hier gerade erbaut haben. Naja. All diese Sachen werden sich dann in der nächsten Folge entscheiden. In den nächsten Folgen. Das wird noch einige Zeit dauern. Ja, aber bis dahin sage ich erstmal an dieser Stelle Tschüssikowski und auf Wiedersehen.